Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Malte von Modern Archery Germany. Ich habe jetzt einen neuen Hintergrund und für euch ein neues Video. Und heute schauen wir uns mal Dynema genauer an. Wie viele bei Facebook ja vielleicht schon mitbekommen haben werden, ich bastel mit Dynema recht gerne Sehnen. Der Vorteil an Dynema ist halt einfach, es ist super günstig. Eine solche Spule kostet ca. 100 Euro, das sind 100 Meter. Für eine Sehne braucht ihr unter einem Meter, das heißt, ihr kriegt eine Sehne für 1 Euro raus. Und das Beste ist, ihr müsst hier nicht lange Sehnen flechten, ihr müsst hier keine Mittelwicklung machen, das Ganze geht richtig, richtig schnell. Mit etwas Übung schafft ihr das in 10 Minuten. Und das Material hat weitere Vorteile, denn zum einen ist es super, super leicht. Leichter als eine Originalsehne. Dadurch kommen wir auf höhere FPS-Werte. Außerdem ist Dynema sehr robust. Das Material kommt eigentlich aus der Schifffahrt und aus dem Yachtsport. Normalerweise sind das viel dickere Seile und damit werden dann halt Boote befestigt. Außerdem lässt sich das Material sehr gut spleißen. Das ist sehr gut für uns, denn ein Spleiß ist viel, viel robuster als ein Knoten. Außerdem sieht ein Spleiß viel, viel schöner aus, als wenn man einen Knoten benutzt. Und ich schnall euch jetzt mal auf meine Stirn. Und dann gucken wir uns mal an, wie ich sowas bastel. Folgende Sachen werden benötigt. Dynema Pro, 3 mm in Tiefschwarz. Wirklich wichtig, dass ihr Tiefschwarz nehmt, denn die eingefärbten haben halt einfach nicht so gute Ergebnisse. Woran das genau liegt, konnte mir keiner erklären. Aber wir alle haben herausgefunden, dass das Schwarze wirklich das Beste ist. 3 mm würde ich euch empfehlen, damit kommt ihr bei der Stinger super klar, damit kommt ihr aber auch bei der Adder super klar. Als nächstes braucht ihr einen sogenannten D-Splicer. Den könnt ihr euch auch selber bauen, indem ihr einfach ein Draht so biegt. Also schlaufenförmig. Wichtig ist, dass hier ein bisschen mehr Platz ist als hier. Als nächstes brauchen wir eine Spleißnadel. Ich habe mir hier dieses Set auf Amazon besorgt. Man kann das aber auch mit einem alten Pfeil machen. Wir benutzen jetzt hier diese hier. Das Ding brauchen wir eigentlich nicht, aber ich benutze es eigentlich ganz gerne immer mal wieder. So, als nächstes brauchen wir ein Brett, auf dem wir uns Markierungen setzen. Und das macht ihr folgendermaßen. Als allererstes schlagt ihr einen Nagel hier an das eine Ende. Dann hängt ihr hier eine Originalsehne ein und schaut, wie lang das ist. Wird dann ungefähr hier sein. Von den äußeren Punkten setzt ihr euch nun eine Markierung ungefähr bei 3 cm. Von diesem Punkt aus geht ihr nun 15 cm und setzt euch eine weitere Markierung. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite, also auch hier wieder 3 cm und bis hierhin 15 cm. Damit haben wir alle Markierungen gesetzt, die wir benötigen. Nun können wir auch schon anfangen. Dazu räumen wir uns ein bisschen was vom Dynema ab. Und hängen das jetzt hier ein. So, und jetzt kommt auch schon unsere erste Markierung. Denn bis dahin muss nun der Spleiß gehen. Setzt das gut unter Spannung, nicht so hier, sondern wirklich nehmt beide Enden und zieht das. So ist genau richtig. Das halten wir jetzt hier fest. Und jetzt schauen wir mal. Bei unserer zweiten Markierung, hier, müssen wir nun diese Sehne, also das lange Ende, aufschieben. Denn wir beginnen nun mit dem Spleiß. Dazu nehme ich einfach hier rechts und links, halte das fest, damit sich da nichts verändert. Und jetzt schiebe ich das auf. Einfach nur zusammenschieben. So, und da sieht man auch schon, das Material lässt sich ganz gut aufdrücken. Jetzt gehen wir hier mal mit rein. Wie gesagt, eigentlich braucht man das Ding nicht, aber das Gute daran ist, damit könnt ihr euch das sehr gut vordrücken. Also damit könnt ihr euch das wirklich gut vorweiten hier. Passt auf, dass ihr schön gerade reingeht und dass ihr keine einzelnen Stränge mitnehmt, sondern wirklich zwischen den Strängen hindurch drückt. So, das ist doch wunderbar. Das sieht super aus. So, das halten wir uns jetzt so. Nehmen die Spleißnadel. Führen hier das lose Ende ein, das kurze Ende ein und führen das nun hier durch. Am besten haltet ihr das hier fest und schiebt das wirklich durch, dann flutscht das nicht raus. Jetzt formt ihr hier eine gute Öse.
Dabei könnt ihr euch jetzt hieran orientieren. Denn da, wo diese Markierung sitzt, soll die Öse sein. Also genau so. So. Jetzt kann man das hier schon mal ein bisschen flach ziehen. Dann rutscht da schon mal weniger. Jetzt gehen wir an dieser Stelle wieder rein. Dazu drücken wir uns das wieder auf. So. Das große Ding lassen wir jetzt mal weg. Ich mache direkt hier mit. Das geht wie gesagt auch. So. Genau, zwischen die Stränge. Das ist wirklich wichtig. So, und wieder. Sollte euch ein Ende ausfransen, so wie jetzt hier, und das dann später nicht mehr in die Spleißnadel passen, dann könnt ihr mit Sehnenwachs oder Rail Loop aushelfen. So, wir sind nun einmal von hier dadurch und von hier dadurch. Das sind zwei. Wir bräuchten nun einen dritten Spleiß. Also machen wir das Ganze noch einmal wieder ein paar Millimeter darunter. So, da hätten wir einen einzelnen Strang. Das machen wir nicht. So haben wir keinen einzelnen. So, ich habe jetzt hier gerade keinen Sehnenwachs zur Hand, deswegen nuckel ich das Ganze an. Das funktioniert auch. Nicht so gut wie Sehnenwachs, aber es funktioniert. So. Und nun sind wir hier mit dem Ende schon fast fertig, weil wir sind jetzt dreimal durch. Jetzt ziehen wir uns das Ganze mal ein bisschen fest, indem wir hier anpacken und hier anziehen. So, das hier auch flach drücken. So, das sieht gut aus. So, als nächstes müssen wir nun diesen Restspleiß hier einspleißen. Dazu gucken wir uns mal an, wo würde das enden? Hier. So, wir gehen jetzt hier, also wir nehmen ein ganzes Stück mehr und gehen jetzt hier wieder in das lange Ende rein, indem wir das aufdrücken mit unseren Fingern. So, als nächstes kommt unser D-Splicer zum Einsatz. Mit dem D-Splicer gehen wir jetzt hier zwischen. Auch wieder hier, natürlich keinen Strang mitnehmen, nur zwischen den Strängen. Wenn ihr mal nicht reinkommt, könnt ihr das Ganze wieder zuziehen und dann ist das wie neu. So, jetzt sind wir drin. Nicht zu weit, ihr müsst wirklich in diesem Schlauch, sag ich mal, jetzt lang wandern. Also nicht durchpieksen, sondern im Schlauch lang. Also hier hoch wandern. So, das ist gut. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Und hier kommen wir mit der Nadel jetzt wieder raus. Natürlich auch wieder hier schön die Stränge beiseite schieben, dass nichts beschädigt wird. Das Ganze ein bisschen runter, dann könnt ihr das aufbiegen und nun das eine Ende hier einführen. So, wenn ihr das jetzt hochdrückt, so, dann ist das, bleibt das hier oben fest. Und jetzt könnt ihr vorsichtig durch den D-Splicer das einziehen, einspleißen. Ich ziehen wir vorsichtig und bedacht das raus, okay. Dann packen wir uns das, entkoppeln das vom D-Spleißer, halten das hier fest und ziehen das gerade. So, okay, das ist schön gerade. Als nächstes müssen wir diesen Schlauch wieder glätten. Jetzt packe ich hier an und ziehe das jetzt einfach runter. So, das sieht doch super aus. Und man sieht schon, das Funktionsprinzip ist eine chinesische Fingerfalle, eine Chinese Fingertrap. Innerhalb dieses Schlauches kann das Dynema nicht entweichen, weil einfach durch die Spannung das sich so fest zuzieht, dass es dort gefangen bleibt. So, und genau das gleiche machen wir jetzt auch am anderen Ende. Dazu hängen wir uns das hier ein und machen das gleiche Spiel noch einmal. Also wieder hier drumlegen und unsere Gesamtlänge ermitteln. So, das ist bis hier.
Als nächstes trennt ihr die Schnur. Ich benutze hier das Hawk von Reini Rossmann. Könnt natürlich auch jedes andere Messer benutzen. Haltet euch das unter Spannung, dann kriegt ihr es wesentlich besser geschnitten. Nehmt am besten keine Schere, es sei denn, ihr habt eine Dynamo-Schere, weil das Ding ist, das Material ist wirklich sehr robust. So, jetzt haben wir uns das markiert. Und natürlich gucken wir jetzt auch hier wieder. Ich halte jetzt hier fest und schiebe das jetzt hier auf. Hier aufschieben. So. Und ja, ihr kennt das Spiel. Wir gehen rein. Und das dreimal. Erste Mal. Das ist eine gute Schlaufengröße. Jo. Und ein zweites Mal. Ein drittes Mal fehlt uns noch. So. Es fehlt jetzt nur noch ein Schritt. Und zwar das Einspleißen. Natürlich könntet ihr auch hier rein. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist super, super ärgerlich, wenn am Ende einfach dieses Fitzelchen noch ein paar Millimeter rausschaut. Deswegen tut euch selber einen Gefallen und geht wirklich so weit wie möglich hinten rein, um einfach das von vornherein auszuschließen. Und wieder hier reinziehen. Das Ende straffen. Und den Schlauch wieder glatt ziehen. Das ist jetzt das Tutorial, wie ihr es alle kanntet, wie es auch schon auf Facebook ist und wie ihr das alle schon macht. Das hat immer wunderbar funktioniert und war einfach eine tolle Sache, sehr, sehr verschleißarm. Aber unsere Freunde bei Steambo haben ein ganz tolles Produkt auf den Markt gebracht, nämlich den Tuning Trigger. Mit dem kann man dann wesentlich leichter abdrücken. Das sorgt aber leider dafür, dass ein so dünnes Material wie Dynema, was ja wesentlich dünner ist als eine Normalsehne, zu schnell beschleunigt wird, nach oben und über den Pfeil rutscht. Die Aluminiumbolzen verbiegen sich dann und es kommt zum Fehlschuss. Aber da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Möglichkeit 1, ihr macht eine Mittelwicklung hier drauf. Das habe ich versucht und das würde ich euch nicht empfehlen. Es dauert recht lange, das Ergebnis ist auch nicht so schön und auch nicht so haltbar. Ich habe eine ganz andere Methode gefunden, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Dazu nehmen wir uns einfach ein Stück Dynema, ein weiteres Stück Dynema. Und das wird jetzt hier als Mittelwicklung eingespleist, eine Innenmittelwicklung. Also es ist ja keine richtige Mittelwicklung, es geht einfach nur darum, die Mitte zu stabilisieren und zu verdicken. So, dazu schneide ich mir ein ungefähr, wie lang ist das? Was würde ich denn sagen? Ja, 3 bis 4 Zentimeter. So, einfach nach Gefühl halt so eine Mittelwicklungslänge, ne? So, das zieht ihr euch glatt. Das ist jetzt auch wichtig, dass es nicht ausfranst rechts und links. Wenn das ausfransen sollte, dann spart euch hier die Spucke und arbeitet direkt mit Sehnenwachs. So, als nächstes benutzen wir jetzt unseren D-Splicer, um das dort einzuziehen. Also wir gehen jetzt hier rechts von dem Bereich, den wir verstärken wollen, rein und stechen links davon wieder hinaus, so dass wir jetzt hier in die Mitte davon unser Stück einspleißen können. So. Ich achte jetzt wirklich gerade penibelst darauf, dass sich dort nichts verzieht und keine Fransen sich bilden. Und jetzt zieht ihr das einfach auch wieder ein. Hier müsst ihr allerdings sehr vorsichtig sein. So, wenn das jetzt hier eingespleist ist, dann haltet das jetzt hier fest und zieht es hier raus. So. So rausziehen, dass ihr hier noch genug Platz habt, um das wieder verschwinden zu lassen. Also so. Jetzt wieder straffen. Und wie man sehen kann, haben wir jetzt eine verstärkte Mitte. Das bringt uns den Vorteil, dass wir nun auch den Tuning-Trigger verbauen können. Außerdem gibt es hier jetzt einen ganz, ganz neuen Vorteil. Wer meine alten Videos auf Facebook kennt, der weiß, dass ich immer davon abgeraten habe, Dynema einzudrehen wie eine gewöhnliche Sehne. Der Grund ist ganz einfach. Ich zeige euch das mal.
Wenn wir das jetzt eindrehen, dann bilden sich hier Kanten. Wenn diese Kanten jetzt auf der Rail schubbern, dann wird sich das genau an den aufliegenden Kanten abnutzen, viel, viel stärker als an den anderen Stellen. So werden einzelne Stränge reißen, die Sehne wird sich verziehen und bald dann auch reißen. Kurz gesagt, sie ist einfach nicht sehr haltbar. Wenn wir nun aber uns dieses Ding anschauen und versuchen, das zu wenden, dann werden wir sehen, dass sich nun Drehungen bilden, allerdings nicht in dem Mittelteil, sondern nur an diesen unverstärkten Stellen. Dadurch könnt ihr also auch nun mit Dynema die Länge der Sehne durch Eindrehen kontrollieren. Und das ist wirklich eine gute Sache, weil das war immer das große Problem bei Dynema. Man musste es immer einfach enger spleißen, also eine kürzere Sehne erstellen als die Originalsehne, weil diese sich einfach mit der Zeit ein wenig weitet und dann nicht nachgedreht werden kann. Ja, aber erzählen, dass das hier gut funktioniert, kann natürlich jeder. Deswegen machen wir jetzt einen richtigen Ausdauertest. Das Ganze machen wir mit der Stinger Compact, weil damit kriegen wir richtig schön, richtig viele Schuss raus. So, wir nehmen nun die alte Sehne runter und packen jetzt die neue drauf. So, und die Sehne passt gerade so über die Endkappen. Und das sieht auch gut aus. Jetzt schauen wir uns auch mal an, ob die gut auf den Endkappen drauf sitzt. Das sieht super aus. Und als nächstes nutzen wir das, was ich fälschlicherweise als Sehnenwachs bezeichnet habe. Eigentlich ist es Rail Loop und kein typisches Sehnenwachs aus dem Bogenschießen. Wir gehen damit einfach einmal hier drüber. Machen wir die Schraube wieder drauf. Und jetzt kann unser Schusstest beginnen. Wir werden jetzt schauen, wie viele Schuss das Ding aushält. So, wir schießen natürlich mit den Bodkins, weil die einfach die coolsten sind.